Ina, riesiger Solosieg von Annemiek van Vleuten, unfassbar große Abstände auf dieser Etappe. Wie geht das? Ja, Annemiek ist Annemiek. Wir wussten, dass sie da attackiert und sie hat eben bewiesen, dass sie im Moment die Beste ist, wenn es zu so Bergen kommt. Ihr wusstet, dass sie da attackiert. Habt ihr ernsthaft damit gerechnet, dass es so früh gleich losgeht, weil das die schwerste Stelle ist oder warum? Ja, weil es Annemiek ist. Und Annemiek das kann und deswegen wussten wir auch, dass das passiert, ja. Elisa hat dann versucht, möglichst nah dran zu bleiben und sich von den anderen abgesetzt, ist dann sehr, sehr lange allein gefahren, trotz dieser teilweise auch recht langen Flachstücke. Wie habt ihr da mit ihr kommuniziert? Ja, wir haben ihr Mut zugesprochen. Wir haben ja auch gesagt, sie soll nicht 100% im Tal fahren. Aber gut, sie war eben trotzdem alleine und ja, es ist wie gesagt, am Ende ist ihr ein bisschen die Luft ausgegangen. Das war ein bisschen schade. Richtig eingebrochen zum Schluss oder wie kann man das sagen? Ja, was heißt richtig eingebrochen? Aber sie hat dann noch anderthalb Minuten, glaube ich, zur Gruppe von Kasia verloren. Das war dann schon relativ viel. Aber gut, wie gesagt, sie ist gut gefahren. Wir haben es probiert und es hat eben am Ende ein bisschen was gefehlt. Im Nachhinein wird es jetzt dadurch schwerer im Kampf ums Podium. Aber ist das überhaupt das, was euch interessiert hat? Also die Fahrweise, dort vorne weiter zu kämpfen, braucht ja eher danach, dass man sagt, okay, man fährt all in, um zu gewinnen sogar oder sowas in der Art. Und jetzt am Ende springt halt wahrscheinlich im Moment noch nicht mal das Podium raus. Ja, auf jeden Fall, sie wollten aufs Podium in der Gesamtwertung und gut, das ist dann jetzt nicht passiert, aber man muss es eben probieren. Wenn es dann nicht passiert, dann muss man eben sich nachher hinsetzen und gucken, was wir besser machen können für nächstes Jahr und ja, so ist das. Wie gesagt, wir haben es ja probiert, es hat dann nicht geklappt und dann müssen wir weitersehen. Aber wäre es smarter gewesen, hinten zu bleiben bei den anderen? Ja, im Nachhinein kann man immer viele Sachen sagen. Man kann auch jeden Spurt auseinander machen und dann kann man sagen, da hätte man lieber da fahren sollen. Im Nachhinein ist alles einfacher zu beurteilen. Was ist da noch drin? Ich meine, morgen kommt noch eine schwere Etappe und Elisa war stark die ganze Woche. Also eventuell geht ja auch noch was, oder? Ja, sicherlich. Klar, gehen wir nicht auf. Wir müssen mal gucken, was wir morgen machen. Das, wie gesagt, es hat sich jetzt ein bisschen geändert, die Situation. Mal gucken, was uns da einfällt. Danke, viel Glück. Danke.